So, darüber müssen wir sprechen mit unserem Korrespondenten in Moskau, Christian Sem. Hallo, Herr Sem. Hallo, schönen guten Tag aus Moskau. Also, Herr Sem, lassen Sie uns das mal ganz langsam und eins nach dem anderen aufarbeiten. Wladimir Putin kündigt die Teilmobilisierung an. Was heißt das? Das heißt, und das war ja auch befürchtet worden, dass sich jetzt doch noch mehr Menschen für den Militärdienst zur Verfügung stellen müssen. Im Kern betrifft das Reservisten, also Menschen, die schon eine militärische Ausbildung haben. Der Verteidigungsminister Shoigu hat das nach Putins Rede auch nochmal vertieft und nochmal gesagt, wen das betrifft. Er hat insgesamt von einer großen Ressource gesprochen, die Russland noch hätte und mobil machen könnte. Die Rede war da von 25 Millionen. Jetzt geht es aber um diese Teilmobilisierung und da ist die Rede von 300.000 Menschen, die das jetzt betreffen könnte. Dann lassen Sie uns das nochmal klarziehen. Also insgesamt heißt diese Teilmobilmachung der eigenen Streitkräfte, dass eben sich bis zu, wenn das denn stimmt, was der Außenminister da gesagt hat, bis zu 25 Millionen Russen, wahrscheinlich Männer in großen Teilen, bereit machen müssen, dass, wenn sie gerufen werden, sie dann bereit wären zum Nutzung der Waffe und zum Dienst an der Waffe. Also der Verteidigungsminister hat diese Zahlen genannt, das ist richtig, aber jetzt konkret geht es um diese 300.000 Reservisten, die sich dann eben zum Dienst melden sollen, die auch, das wurde auch nochmal betont, vor ihrem Einsatz nochmal eine zusätzliche Ausbildung machen. Also man will auf Menschen, auf Personal zurückgreifen, auf militärisches Personal, was eben schon eine Ausbildung hat. Das heißt also 300.000 Menschen, die bisher wahrscheinlich irgendeinen anders gearteten Job nachgehen, stoppen jetzt diesen Job und werden sozusagen bei uns in Deutschland, würde man wahrscheinlich sagen, eingezogen, um das Militär in Russland zu verstärken. Ja, also wir können davon ausgehen, dass heute Morgen in ganz vielen Unternehmen, in Familien, natürlich, man kann es, glaube ich, so nennen, eine Art Panik ausgebrochen ist, weil jeder natürlich überlegt, betrifft mich das jetzt oder nicht? Und betrifft das vielleicht meinen Bruder, meinen Vater, meinen Onkel? Wen aus der Familie könnte es betreffen? Wen unsere Kollegen könnte es betreffen? Das wird sich jetzt in der nächsten Zeit rausstellen und die Menschen, die das betrifft, werden sich dann melden. Aber klar ist, dass mit diesem Schritt, der wurde ja immer wieder diskutiert und viele, vor allem junge Russen, hatten auch Angst vor diesem Schritt. Wir haben das hier beobachtet, vor allem als diese spezielle Militäroperation, wie der Konflikt hier genannt werden muss. Als diese Offensive gestartet wurde im Februar, haben viele junge Russen das Land verlassen, weil sie da auch schon Angst hatten, dass es eben zu dieser Mobilisierung kommt und vielleicht sogar das Kriegsrecht ausgerufen wird. Das kam dann nicht unmittelbar. Viele sind dann doch irgendwie zurückgekehrt, weil sie natürlich so schnell im Ausland auch keine Perspektive hatten. Aber es kam jetzt doch so schnell und überraschend, dass das viele doch auch kalt erwischt haben wird. Und mit diesem Schritt, obwohl der auch so umstritten ist, kann man, glaube ich, schon sagen, dass dieser Konflikt und diese Spezialoperation jetzt endgültig in der russischen Gesellschaft angekommen ist. Was bedeutet dieser Schritt einerseits für Russland, Sie haben es eben schon angedeutet, andererseits auch für die Außenwirkung? Warum tut Wladimir Putin das? Er hat es ausgeführt in seiner Rede. Wir haben ja eben kurze Teile davon gehört. Insgesamt hat er knapp 14 Minuten gesprochen. Er sagt, die Ziele dieser militärischen Spezialoperation, die haben sich nicht geändert. Wirft der Ukraine ja vor, diesen Konflikt zu eskalieren. Vor allem wirft er auch dem Westen vor, die Ukraine dafür zu benutzen. Also Schuld ist auf jeden Fall die andere Seite. Und wir hatten ja gestern die Meldung, dass es jetzt eben diese umstrittenen Referenden geben soll in den vier besetzten Gebieten. Und da hat man sich ja auch schon gefragt, warum tut Putin das? Er hat das heute auch nochmal ausgeführt, weil nach russischer Lesart wird es ja dann so sein, wenn diese Referenden aus russischer Sicht, diese umstrittenen Befragungen nach russischem Wunsch abgeschlossen werden, dann ist aus russischer Sicht, sind diese Teile russisches Staatsgebiet. Und alle Kampfhandlungen, die dann dort stattfinden, finden auf russischem Staatsgebiet statt. Und Putin hat das nochmal klar gesagt, dass er die territoriale Integrität, so hat er es bezeichnet, seines Landes mit allen Mitteln verteidigen werde. Und hat dem Westen auch nochmal Erpressung vorgeworfen mit Atomwaffen und hat bei der Gelegenheit auch nochmal daran erinnert, dass Russland sie auch hat.
Christian Semm, vielen Dank Ihnen für die ganz aktuellen Einordnungen zu der Teilmobilmachung der russischen Streitkräfte. Wir werden sicherlich noch mal dazu sprechen. Danke Ihnen, Herr Semm.